Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Beim letzten Mal sind wir in der Klosterschule rumgelaufen und dann hat uns Ignaz gerufen und ja, jetzt sind wir eigentlich hier am Entdecken. Hier gibt's anscheinend ganz viele Pfadfinderausrüstung, Meerschweinchenglas und da so ein alter Greis. Antatschen dürfen wir es nicht, sonst motzt er. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Oh, Meerschweinchenglas, okay. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Ich denke auch, das ist schon wahrscheinlich ohne Löcher da oben, ja, wie soll ich sagen, tot ist? In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Kann es sein? Haben wir sonst noch was? Truhe. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Oh, alter Kreis. Nanu? Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Geschichtsunterricht, okay. Reden wir mal mit dem. Hallo? Oh, Besuch. Was für ein seltenes, seltenes Tier. Der Habicht, aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Lecker. Ein seltener Habicht. Mit, kein Remake, mit extra viel Ketchup. Der alte. Wie, unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, ich habe in meinem Leben so einiges, okay. Einiges Tibet, rief ich. Unter 3 verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Geschichts... Das heißt... Wie alt ist der? Mayas? Was? Geschichte. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Ah, okay. Dann reicht das. Dankeschön. Und da schlaft er wieder ein. Geh ihn mal raus. Also das ist die Klosterkapelle, alte Grabkammern. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich entdecken. Oh, wer ist denn das? Birgit, Adlermodell, Vitrine, was hat's alles?
Okay, Vitrine. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Verschlossen. Die Tiermotive waren für Lili tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lili nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Oh, hallo Birgit. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Genau, bei der Oberin. So, kurz auf die Zeit gucken. Okay. So, hallo Birgit. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Okay, Tiermotive? Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Oh, bist du lustig. Sticken? Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Okay, Oberin. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Fehlendes Banner? Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Ah. Verdammt! Jetzt ist sie futsch! Danke. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Pfadfinderabzeichen. Du hast ganz, ganz viele und... Vielleicht werden wir dir dabei helfen, das Letzte zu bekommen. Nicht. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Ach ja. Dialog beenden. Geh weg, du dummes Ding. Okay, hier gibt's anscheinend nichts Großes mehr zu holen. Oder zu tun oder zu bö. In die Kantine können wir sowieso nicht, da wir das... Rezept nicht mehr haben. Oh. Da, wenn wir schon von der Kantine reden. So, freie Fläche, Kokosnüsse, Äpfel, Bananen. Hallo, liebe Oberin. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Oh ja, da hat sie wohl recht. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder, ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst,
Erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Hyperventilier, okay. Hier ganz viele Kokosnüsse und Bananen und Äpfel nehmen wir mal. Lecker. Können wir vielleicht brauchen. Und wer ist denn hier? Oh, die Doris. Hi, liebe Doris. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Ja, das liegt nur an der Jugend. Ich habe Hunger. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Okay. Einweggläser? Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Essen wie die Katze. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Kein Rezept. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Ofen läuft noch nicht. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Messer? Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Boah, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Okay, die liebe Doris. Doris? Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Okay. Und jetzt gucken wir sie uns noch an. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Oh, ihr werdet alle Pocken sterben. Sie mochte Kinder. okay. Was haben wir eigentlich noch im Inventar? Wir haben Presslufthammer, Murmeln, Banane, Kokosnuss und Äpfel. Okay. Ich würde gerne noch raus, weil, oh, guck mal, da ist noch der lustige Gnom. Hallo, Shawnee. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Oh, ein echter Bad Boy. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Verbot. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust?
Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Nein, nicht die Milch. Du bist voll gemein. Oh. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Heulsuse. Ich bin Taffy. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinen Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Ja, ein echter Bad Boy. Geh mir mal die Fliegerbombe holen, bitte. Wenn die noch da ist, ich hoffe es. Ja, sie ist noch da und sonst auch alles auch. Nehmen wir mal diesen wunderschönen Sprengzünder mit. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Vollkommen intakt. Ich habe gehört, jemand möchte gern diesen Sprengkopf sehen. Eine, die gerne die Schule in die Luft jagen möchte und, ja. Hi, Suka. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und der ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Suka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steh da doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Hey, 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 Leute. Wir haben endlich die Haarnadel. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, diese Bombe loszuwerden, wäre im Keller, oder? Im Ofen? Vielleicht würde das den Ofen anheizen. Oh, wer ist denn das? Wie heißt der Typ? Memphis. Hi, Memphis. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Ja, liegt bestimmt daran. Huh? Ah, schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Ah, okay. Gefahr. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Ofen? Aber psst. Sonst hört ich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Bombeneinschlag? Gute Idee. Rezept? Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Singen. La, 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 la. Der Untergang ist nah. Verdammt bin ich, verdammt bist du.
Lalalala. Apokalypse now. Lalalala. Der Untergang ist nah. Okay, okay. Bomben, Shawnee, ich habe ein Geschenk für dich. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Oh Gott, nein. Och nö. Lilly fährt darum, wo... Ach so, ja. Och nee. Das könnt ihr doch nicht machen. Kohle? Nein, hat's nicht. Ich soll den Ofen anzünden. Da haben wir nichts. Jedenfalls haben wir die Haarnadel. Ob Lilly jetzt auch endlich Gumbo war? Ja, wir sind jetzt Gumbo. Und wir haben Memphis nett aus seinem Versteck befördert. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Harveys neue Augen. Tschüss.